Weiter ging es mit dem Halbfinale. Der Halbfinalparcours war eine Speedstage. Das bedeutet, das Zeitlimit für diesen Parcours war wirklich eng gesetzt. Man musste von Anfang an Vollgas geben. Man sieht es jetzt hier bei mir ganz gut. Ich habe versucht, so viel zu connecten wie möglich. Es ging dann weiter mit Gleichgewichtshindernissen. Das hat wirklich mega gut bei uns geklappt. Da hatten wir keine Probleme durchzukommen. Dann ging es mit dem Trampolin an den Ring. Von dieser Stange musste man Körbe springen. Das war so ein bisschen tricky vom Timing. Hat aber bei uns beiden auch wirklich mega gut geklappt. Aline hat einen ultra krassen Lauf abgeliefert. Das war mega, mega stark. Hat sogar fast geschafft, im Zeitlimit zu buzzern. Jetzt ist die Zeit erst abgelaufen. Sie hat dann trotzdem noch die Wall gemacht und konnte sich als beste Frau fürs Finale qualifizieren. Bei mir lief es auch wirklich einwandfrei. Hier in der Passage musste ich nur jeweils einen extra Schwung machen, um ins nächste Hindernis zu gehen. Am Ende habe ich es dann geschafft, im Zeitlimit zu buzzern und konnte mich als viertbester Mann fürs Finale qualifizieren. Leute, wenn euch unser Content gefällt, lasst gerne ein Follow da.